Angeln am Belaya und vor allem Wettangeln am Belaya erfordert eine gewisse Planung und eine gute Strategie. Welche zeige ich dir jetzt? Also, wir machen ja regelmäßig im Livestream auf Twitch, in der Regel freitags im Livestream auf Twitch, auch Wettangeln hier am Belaya. Und da sind natürlich die üblichen Verdächtigen in der Regel drin. Das heißt Döbel, europäische Esche und natürlich die Barfo. Diese drei Fische, das sind die großen des Belayas sozusagen, die wichtigen drei im Belaya, sind regelmäßig hier in solchen Kaffeeaufträgen drin. Nicht nur mit 1,7, 1,9 Kilo, sondern auch gerne mal so um die 500 oder 800 Gramm. Das heißt, alleine das lohnt sich schon. Und diese drei Kandidaten bringen einfach richtig gut Kohle insgesamt, auch wenn man sie nicht im Café abgibt. Und man fängt sie auch gut. Das heißt also, diese drei sind in der Regel die drei, wo wir quasi beim Wettangeln am Belaya drauf gehen. Und um die Chancen zu erhöhen, dass man so ein Wettangeln gewinnt, braucht man, wie gesagt, eine gewisse Strategie. Das heißt, der seltenste von diesen drei Fischen wäre die Barfo. Und man kriegt eher eine Barfo, wenn man natürlich von vornherein weiß, welchen Köder man hat. Und plus 5 auf Barfo Trophy, wenn man das passende Shirt natürlich anhat. Link unterm Video. Aber kommen wir zurück zu den Ködern. Man braucht, wie gesagt, einen passenden Köder für die Barfo und eine passende Location. Heißt also, wenn du im Vorfeld schon mal ein bisschen planen möchtest, wie gewinne ich am besten so ein Wettangeln? Ich meine, so ein Wettangeln, die letzten Male hat so 8 bis 1000 Silber gebracht. Da kann man sich schon mal reinhängen. Dann heißt es eben als erstes, man sucht sich einen Spot für die Barfo. Und ich nehme jetzt mal das Belaya-Set. Link zum Belaya-Set schicke ich oder hau ich oben nochmal rein. Wo haben wir es denn? Das Belaya-Set ist halt ein Setup, was hervorragend für ein Belaya, aber auch eben später noch geeignet ist und was nicht so teuer ist. So, nehmen wir mal das. Und dann ballern wir das mal raus. Ja, und dann heißt es natürlich als erstes Rekorde checken. Ne? Das heißt, man geht kurz rein, guckt in die Rekorde, wöchentliche Rekorde hier einmal einstellen. Dann guckt man vielleicht einmal international, welcher Köder ist gerade angesagt. Dann guckt man vielleicht nochmal deutschlandsspezifisch, wie sieht es denn da aus. Hier Tunguska ist natürlich häufig drin, aber eben auch Belaya ist mit drin mit dem Köder. Und das heißt, man testet dann natürlich die besagten Köder oder eine ähnliche Farbe. Wenn man sich diese ganz teuren Köder noch nicht leisten kann, einfach eine ähnliche Farbe nehmen. Bedeutet also, man kann eben auch ganz hervorragend etwas Goldenes oder Gelbliches nehmen für die Barfo. Und dann heißt es Spots suchen. Man kann mit Topwatern, wenn man es schon kann, natürlich rumprobieren. Also auch hier wäre vielleicht hier der 02er mal eine Option, der 005er hier eine Option. Dann kann man aber auch die Dragonfly Bell nehmen. Hervorragende Köder, gerade für den Anfangsbereich, weil die einmal vom Wurfgewicht super sind. Zack, mit 6 Gramm. Die fliegen halt richtig schön weit raus, gerade wenn man da noch nicht geskillt ist. Zack. Geht das halt immer ganz gut. Und sie sind billig. Die kosten 5, 6 Silber oder sowas. Also man kauft sie natürlich nicht hier am Belaya. Hier ist sowieso fast immer alles ausverkauft. Man kauft sie vielleicht eher an der alten Festung oder am Windenbach. Und das Schöne ist, die Dinger funktionieren. Alter, was haben wir da? Ein Rotauge oder was? Nee, ein Aaland. Die Dinger funktionieren. Wichtig allerdings da, ihr braucht vernünftige Haken. Also haut euch hier, wenn ihr die Dragonfly Bell kauft. Warte mal, zack, hier. Vernünftige Haken drauf. Ne? Ich habe hier einen 1er Haken groß. Das ist von der Größe des Hakens in einem guten Verhältnis vom Spinner zum Haken. Also es ist jetzt, ne, es sieht halt vernünftig aus. Das ist jetzt nicht so ein gewaltig riesengroßer Haken darunter, sondern das sieht alles vernünftig aus, passt. Und er ist auch nicht so winzig klein, dass da irgendwie nichts hakt, sondern das passt einfach.
Ja, und dann eben durchziehen und probieren, verschiedene Geschwindigkeiten natürlich beim Einkurbeln probieren, verschiedene Wetter anschauen, ob sich das auswirkt, und dann heißt es eben suchen. Wie gesagt, die beste Strategie, um so ein Wettangeln zu gewinnen, ist, als allererstes auf die Bachforelle zu gehen. Das ist das A und O. Wenn ihr es, wie gesagt, vorher schon planen wollt und könnt, es geht halt vorher schon an das Gewässer. Ganz knapp vor einem Turnier würde ich, glaube ich, nicht hingehen. Wenn man überlegt, dass so Spots auch mal 2 Stunden brauchen, um zu regenerieren, wäre es halt schlecht, wenn ihr euren Spot quasi schon leer fischt. Und dann seid ihr dann am Turniertag vielleicht 2 Stunden vorher schon da, rasiert da ordentlich alles raus. Und wenn es dann zum Turnier kommt, steht ihr da und dann fangt ihr nur noch die untermaßigen Döbel. Das ist halt nichts, ne? Also vorher testen, wie gesagt, Wettersituation angucken, Temperaturen ungefähr angucken. Wenn man das vergleichen kann, vielleicht sogar selbst so eine kleine Liste machen, mit welchen Ködern, an welchen Stellen, wo hat es am besten geklappt. Und dann Attacke Vollgas. Vom Setup her, wie gesagt, auch da nicht zu groß dran gehen. Ich bin so mit 5 bis 6 Kilo in der Regel unterwegs. Als Vorfachstärke reicht völlig. Dazu kommt, ich achte immer darauf, dass unten diese Action Bar so ein bisschen am Flackern ist. Das heißt, der Spinner gibt halt richtig Action. Der ist da schön im Wasser unterwegs. Dementsprechend stelle ich dann immer die Geschwindigkeit ein. Das ist natürlich mit der Strömung ein bisschen schneller als gegen die Strömung. Da kann man dann auch ein bisschen langsamer unterwegs sein. Und ansonsten, ja, ist das A und O. Nächster Schritt natürlich dann auf den Döbel zu gehen und dann natürlich noch die Esche. Ich denke mal, die Esche ist mittlerweile schon fast am leichtesten. Döbel kann manchmal ein bisschen zickig sein, aber auch die, ja, das ist vielleicht so ein bisschen wochenabhängig. An manchen Wochen ballert halt der Döbel besser rein, an manchen eben die Esche. Und dann heißt es einfach testen, ne? Also eine Stelle, 5-6 Mal anwerfen mit dem Köder, weiterlaufen. Einfach weiterlaufen. Wichtig ist hier diese Seite. Einmal speziell in diesem Bereich, wo der Stein ist. Dann aber auch hier mittig. Hier ist ja nochmal so ein Stein. Und dann auch ruhig bis hier oben hin. Einmal diese komplette Seite hier Richtung Osten einmal abwerfen. 5-6 Mal reinwerfen, wie gesagt. Wenn da nichts drauf geht, nächster Köder. Und ein bestes Zeichen ist für einen funktionierenden Köder, man wirft rein, selbst wenn es vielleicht irgendwie mitten am Tag ist oder selbst in der Nacht, man wirft rein und zack, beißt da was drauf, dann ist das immer ein ganz gutes Zeichen dafür, dass ein Köder funktioniert. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen weiter testen. Wenn man natürlich schon so weit ist, dass man auch Ultralight angeln kann, dann sollte man das natürlich auch tun. Gucken wir mal, hier ist die UL. Zack. Mit der Ultralight kann man eben, das ist eigentlich der einzige Vorteil, man kriegt winzig kleine Köder richtig schön weit rausgeworfen. Das ist halt so das A und O. Und dementsprechend verwendet man es dann halt ganz gerne. Wenn ihr nicht unbedingt auf Rekorde aus seid, das ist halt, wie gesagt, der zweite gute Vorteil von dem Ultralight. Man ist halt Rekordjäger. Dann reicht, wie gesagt, auch dieses besagte Belaya-Set. Da braucht man dann, wie gesagt, nicht unbedingt Ultralight. Also man kann damit auch mit diesem ganz normalen Belaya-Set hier richtig gut rasieren. Mit dem Start-Set, mit diesem Corona 60S Starter-Set kann man hier auch angeln. Allerdings ist das für so einen Wettkampf ja, vielleicht doch ein bisschen zu hart. Also das ist ein Setup, was einfach zu wenig Tragfähigkeit hat. Und gerade wenn da 30, 40, 50 Leute mitmachen in so einem Wettkampf, dann ist das natürlich schon auch so, dass da auch welche bei sind mit dem höheren Levelbereich. Bäm! Und die ziehen dann natürlich hier so einen 3 Kilo Fisch deutlich leichter raus. Auf einer Route mit 3 Kilo Tragfähigkeit bist du ja erstmal eine halbe Stunde schon beschäftigt, den alleine irgendwie müde zu drillen. Das wird dann wahrscheinlich nichts mit dem Gewinnen am Wettkampftag. Aber man kann halt damit hier starten und sich schon mal die ersten Kohlen verdienen mit den Eschen und den Barfuß. Andere Möglichkeit übrigens, wenn ihr dann sagt, okay, jetzt habe ich hier aber heute genug geangelt, ihr könnt gerne auch auf Grund gehen. Ich stand hier gerade schon auf Grund. Ich habe ein bisschen rumprobiert. Der Devilus hatte vor ein paar Tagen nochmal gesagt, Alden hier Kaulbarsch und so.
und das läuft hier vorne ganz gut. Heißt also, wenn ihr in der Nacht irgendwie nicht gut fangt und ihr wollt ein bisschen mal was anderes machen, einfach mal hier vorne hinstellen auf Kaulbarsch. Kaulbarsch gerne mit Regenwurm, mit Köcherfliegenlarve, so 8 bis 10 Meter kann man sich hier hinstellen. Und dann, hoppala, ich guck mal eben kurz ins Setup. Ich bin hier relativ fein unterwegs mit dem Microbraid. Es muss aber auch nicht so super fein sein. 18er Haken und dann gib ihm. Rauswerfen, zack, da vorne so hin. Und dann lückt der Lachs. War gerade schon ganz erfolgreich, wenn wir mal eben hier kurz reinschauen. Sortieren wir mal eben nach Gewicht. Beziehungsweise dann nehmen wir hier auch nochmal die Kaulbarsch mit rein. Giebel-Trophy ist gerade noch mit reingerasselt hier an der Stelle. Kaulbarsch-Trophies sind hier reingeballert. Bam, 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 bam. Also das war schon alles ganz angenehm. 5 Trophies in 15 Minuten kann man mal machen. Ja, auch das lohnt sich natürlich dann, wenn man sagt, okay, jetzt habe ich mal ein bisschen genug hier Spinning gemacht. Dann geht man mal zwischendurch hier aufs Grundangeln. Aber wie gesagt, das eben nur als Ausgleich. Am Belaya ist man ja, um Spinning zu machen. Also, weiter rauswerfen und testen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann am nächsten Freitag wieder beim Wettangeln. Ab 19 Uhr geht der Stream los. Und dann müssen wir mal gucken im Laufe des Streams. Wie gesagt, dann geht es eben auch hier wieder zum Belaya. Schön die 3 großen Dinger rauskloppen. Wenn das Ganze geholfen hat, Daumen da lassen. Den Kanal abonnieren hilft mir wahnsinnig. Dankeschön dafür. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Petri.